Ja, dann wollen wir einfach mal anfangen. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag zum Thema eigenes Spielfeld erstellen. Wie ich mal eine Erfahrung gemacht habe mit meinem ersten größeren PCB und welches Lehrgeld ich auf dem Weg regelmäßig zahlen durfte. Erstmal kommt man natürlich auf die ganz blöde Frage, warum will ich denn überhaupt eine eigene Platine eventuell machen, ein eigenes PCB? Ist ja, heutzutage gibt es ja genug Arduinos und ähnliche Sachen, die man schön zusammenstecken kann, nimmt noch ein paar Jumper-Käbelchen dazu und hat dann auch ja häufig einen Großteil der Funktionalität irgendwie zusammengesteckt. Ja, der Grund, warum ich schnell auf die Idee kam, meine Idee war, was für ein Schwab. Für jemanden zu machen, den ich kenne, der das Ganze dann vermutlich auf eine Landmaschine einsetzt. Dort rappelt es, der Platz ist begrenzt und dementsprechend war so einer der Gründe, ich will nicht so viel Platz haben. Ganz viele kleine Steckplatinen, die so einzeln Backoutboard sind, das läppert sich irgendwie vom Platzbedarf. Dann halt eben die Robustheit, so fliegende Kabel und Vibration und Staub und total tolle Kombination. Und das Letzte war, man stellt auch fest, wenn man irgendwie mal so ein bisschen rumliest, stellt man fest, es gibt hier ein total tolles Bauteil, was eigentlich genau die Sachen macht, die man gerne haben möchte. Leider gibt es das nur als fertiges SMD-Bauteil und nicht irgendwie auf so einer schönen Steckplatine. Das heißt, das sind so drei mögliche Gründe, warum man auf die Idee kommen kann, zu sagen, ich will unbedingt jetzt eine eigene Platine und nicht irgendwie so mit so einem Baukasten mir was zusammenstecken. Gut, nachdem der Entschluss gefasst war, kam das nächste Problem, wie gehe ich jetzt vor? Also in der Theorie war es mir relativ klar, du machst eine Software, layoutest das Ganze irgendwie und machst am Ende eine Platine raus, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Der erste Punkt war jetzt so, okay, was für Software? Man macht das auf und findet sofort erstmal die ganzen Glaubenskriege, VI versus Emacs, nur eben auf einer anderen Ebene. Dann findet man auch alles von völlig unbezahlbar, wie dieser Altium Designer, der irgendwie in der kleinsten Variante, glaube ich, mittlere vierstellige Beträge kostet, bis hin zu freundlichen Open-Source-Projekten wie KiCad oder GEDA. Was auch sehr verbreitet ist, ist Eagle, was aber in einer kostenlosen Version nur verfügbar ist, die aber dann auf einmal komische Einschränkungen hat. Nachdem ich da so ein bisschen rumgelesen habe, stellt sich für mich irgendwann raus mit, naja, ich habe einen Linux auf dem Desktop und KiCad klingt eigentlich ganz gut, hat einen vernünftigen Linux-Support, ist Open Source, hat eine relativ breite Community, das heißt, ich muss irgendwie nicht alles alleine versuchen rauszufinden, was sehr praktisch ist, dass man immer mal wieder mit Google gute Treffer findet. Was an KiCad gewöhnungsbedürftig ist, es hat sehr viele verschiedene miteinander interagierende Komponenten. Das heißt, KiCad ist nicht ein großes Programm, sondern das KiCad-Programm, was man aufruft, ist mehr das Projektverwaltungsprogramm. Dann gibt es ein Programm, welches die Schaltpläne macht, komme ich später zu, eins, was am Ende das Layout macht, eins, was die Symbole für das Schaltpläne macht, eins, was die Symbole für das Layout macht, ein Programm, was die Zuweisungen macht zwischen den Symbolen im Schaltplan und im Layout. Und ich bin mir gerade sicher, ich habe bestimmt noch ein oder zwei weitere Unterprogramme, die man so nutzt, vergessen. Das heißt, da die Lernkurve, wenn ich ganz ehrlich bin, ist doch etwas steiler. Was aber, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, eigentlich ganz angenehm ist, es gibt so eine ganz klare Trennung zwischen dem Schaltplan und dem Layout. Was ist der Schaltplan? Der Schaltplan ist eigentlich genau das, was man sonst mit dem Kabel macht, einfach erstmal die logische Verbindung von den ganzen verschiedenen Bauteilen untereinander. Das heißt, ich habe irgendwo einen Sensor, den schließe ich dann halt an irgendeinen, zum Beispiel einen Analog-Digital-Wandler an. Der Analog-Digital-Wandler hängt an irgendein Bussystem mit dem Microcontroller. Und das macht man im Schaltplan. Da macht man einfach die logischen Verbindungen, unabhängig jetzt davon, ob die irgendwie über Kreuz oder Kreuz und Quer laufen und Ähnliches, solange man das halbwegs irgendwie im Überblick hat, alles schön. Da geht es einfach nur um die rein logische Sache. Im Schaltplan gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die Komplexität zu reduzieren. Man kann hierarchisch sozusagen sich Module machen, wo Teile drin sind, die nach außen so ein bisschen abgekapselt sind. Also schon ein bisschen ähnlich auch für die Programmierung. Man kann irgendwie so eine Klasse da ein bisschen wegkapseln. Das kann man da in so einem
Unterlayout machen. Und bei KiCad ist der Schaltplan relativ klar führend. Das heißt, wenn man, was man machen kann, eine Änderung irgendwie später im Layout macht und dann ein Update macht vom Schaltplan aus, sind alle Änderungen im Layout weg. Das heißt, der Schaltplan ist in KiCad einfach das Führende. Das heißt, alles, was man irgendwie dauerhaft haben möchte, sollte in dem Schaltplan sein. Das heißt, in diesem Schaltplan hat man natürlich dann auch manchmal auf einmal so Sachen wie Löcher. Also in meinem Beispiel, das wir jetzt gleich uns mal angucken, gibt es halt hier unten ein paar, naja, oder nicht angucken. Hier kann man einfach sagen, hier unten, was man hier nicht wirklich erkennt, das sind einfach so ein paar Bauteile, die am Ende nichts anderes machen als ein Loch. Warum kann man zum Beispiel sowas brauchen wie ein Loch? Naja, wenn man irgendwie Befestigungslöcher braucht oder auf die Idee kommt, irgendwie noch eine andere Platine festzuschrauben, die mechanisch irgendwo welche Sachen braucht, muss man halt eben das Ganze im Schaltplan aufführen, weil sonst, wenn man irgendwas ändert im Schaltplan und ein Update macht, verliert man das Ganze. Da das Ganze nicht, gar nicht lesbar ist, ich hätte zwar gedacht, dass es ein bisschen besser lesbar ist, aber so kann man es, gucken wir uns das mal an. Das ist zum Beispiel ein einfacher Ausschnitt. Das heißt, ich habe hier irgendwas, was ich als Input deklariert habe. Das ist, wäre bei mir jetzt ein Beispiel, einfach so ein Ausgang von außen. Dann habe ich hier einen Widerstand mit 47 Kiloohm. Hier habe ich einen Widerstand mit 12. Der geht einmal mit Masse verbunden und einmal geht das weiter. Und parallel geschaltet ist noch ein kleiner Kondensator. So, was ist das Ganze? Das ist ein sogenannter Spannungsteiler. Das nutze ich, weil ich außen in meiner Platine Spannung habe, so bis 15 Volt. Und der Microcontroller, den ich verwende, der mag maximal 3,3 Volt. Und da muss man irgendwie schauen, dass man da eben die Spannung etwas reduziert. Das Layout werden wir jetzt auch nicht wirklich sehen können. Was man aber trotzdem gut sehen kann bei dem Layout ist, es wird sehr unübersichtlich, weil diese Platine, mit der ich angefangen habe, vielleicht auch leicht größenwahnsinnig, hatte gleich schon vier Ebenen. Das heißt oben und unten, was man von der Platine normal sehen kann, aber auch gleichzeitig noch zwei in der Mitte. Und jede Ebene hat hier eine eigene Farbe. Und zusätzlich gibt es noch so Farben für die Sachen, die man lesen kann, die draufgedruckt werden, oben und unten und noch ein, zwei andere Farben. Das heißt, wenn man sich das Ganze anschaut, profitiert man sehr von viel Monitorfläche und ist trotzdem viel an Zoom. Und das Layout zu machen ist auch ja, einfacher und komplizierter, als ich gedacht habe zugleich. Also es ist einfacher, ich hätte viel mehr erwartet, dass ich irgendwelche Gemeinheiten erwische dabei, ja, dass die Kontakte sozusagen nicht so schön digital funktionieren, wie ich mir das erhoffe. Bei allen Signalen, die ich jetzt hatte, hatte ich nie Probleme mit meinen Signalintegritäten. Ich habe auch nur mit Digitalsignalen mit ja, meistens wenigen Kilohertz gearbeitet. Jetzt nicht versucht, irgendwie hier Antennen oder Ähnliches zu machen. Das ist wohl auch in gewissen Punkt mehr schwarze Magie. Aber was halt sehr gewöhnungsbedürftig ist, zu schaffen, dass man ausreichend Struktur hat, weil man die ganzen Linien, man muss ja die verschiedenen Bauteile miteinander verbinden und die überkreuzen ist eine blöde Sache, weil sobald ich was überkreuze, ja, habe ich einen Kurzschluss. Das heißt, wenn ich eine Kreuzung machen will, muss ich irgendwie die Ebenen wechseln und das braucht natürlich wieder auf beiden Seiten Platz und auf beiden Seiten muss frei was bleiben. Und so habe ich bei dem Layout, ich glaube, 3 oder 4 Mal sozusagen die Grobaufteilung geändert, weil ich festgestellt habe, das passt so nicht. Und mittlerweile passt es, aber wirklich glücklich ist vielleicht noch was anderes. Wie sieht sowas dann nochmal in klein aus? Hier haben wir nämlich genau den Spannungsteiler, den wir eben gesehen haben. Der hat hier oben, kommt das Signal rein. Da wo Input dran steht, das ist so sogenannte Wire. Da wechselt der sozusagen jetzt von unten nach oben. Und dann haben wir halt eben die beiden Widerstände. Ja, was man hier auf den Folien gar nicht sehen kann, hier sind die beiden Widerstände miteinander verbunden und hier ist die Masse miteinander verbunden und hier geht es dann weiter zum Ausgang. So, mein Zwischenstand war, nachdem man sich diese etwas gewöhnungsbedürftige Bedienung angetan hat,
ist das eigentlich nicht viel komplizierter, als wenn ich das Ganze auf dem Breadboard zusammenstecke. Also das Breadboard, so nennt man diese Sachen, die ich auf dem ersten Foto hatte, wo man die ganzen Sachen draufstecken kann und dann mit noch ein paar Kabeln verbinden. Also eigentlich ist das jetzt nicht so viel komplizierter. Aber auf dem Breadboard muss ich irgendwie gucken, dass ich meine Sachen sortiert kriege. Es hat nur einen kleinen Haken. Man kommt schnell auf die Idee, etwas kompliziertere Sachen zu machen. Weil jetzt kann man ja eben auf einmal alle möglichen Bauteile ohne weiteres bekommen. Die Bauteile einzeln sind häufig deutlich günstiger als auf so einer Trägerplatine. Sodass zwischen dem ersten und zweiten Versuch, ich glaube, die Bauteilzahl mal eben ungefähr vervierfacht hat, die auf die Platine kam. Aber jetzt erstmal jetzt haben wir erstmal so das Layout irgendwie erstellt. Oder ich habe es gemacht. Und dann kommt man auf die Idee, ja gut, brauche ich jetzt am Ende ja eine Platine. Und da kam man auf die Idee, stelle ich fest, ein- bis zweilagig kann man gut selber machen. Entweder mit Ätzen, das heißt, man belichtet die und ätzt dann die nicht belichteten Bereiche weg. Oder mit Isolationsfräsen, das heißt, wer so eine kleine CNC-Fräse hat, kann man, wenn man mit feinen entsprechenden Fräser hat, sozusagen die Adern, nenne ich das jetzt einfach mal, rausfräsen. Das klang für mich sehr toll. Ich habe es dann auch einmal probiert und festgestellt, ich habe leider mit den falschen Bauteilen angefangen. Wenn man auf einmal irgendwelche Sachen hat, die mit 0,4 mm Abstand zwischen elektrischen Kontakten sind, ja, ich will nicht ausschließen, dass man das isolationsfräsen kann. Aber nicht, wenn man mal auf das denkt, so, ich habe da irgendwie noch eine kleine Fräse rumstehen, ich mache das mal eben. Nach, ich glaube, 2 oder 3 Versuchen habe ich dann aufgegeben, auch weil die zweite Variante auch schon irgendwann ja 4 Lagen hatte. Also habe ich beschlossen, fertigen lassen. Weil so die Standardverfahren sind mittlerweile so günstig geworden, wenn man die irgendwie in Fernost machen lässt und ein bisschen Zeit hat, zahlt man eine Handvoll Euro um so eine Platine von irgendwie 7, ich glaube, ich habe ungefähr 7 mal 16 Zentimeter, waren, ich glaube, ungefähr 20 Euro mit Versand. Ich musste zwar 3-4 Wochen drauf warten, aber für das Geld kann man sich irgendwie nur begrenzt mit Isolationsfräsen rumärgern. Und fürs Ätzen hatte ich einfach keine Lust, mit zu viel Chemie hier rumpanschen. Ich weiß, es gibt Leute, die haben sehr viel Spaß daran. Ich hatte jetzt nicht so viel Spaß daran. Was ich festgestellt habe, wenn man es fertigen lässt, jegliche Art von Extrawünsche werden vergoldet. Ich hatte jetzt zum Schluss die gleiche Platine im Endeffekt nochmal gemacht, mit etwas besserer, ich nenne es mal Oberflächenbehandlung, und mit dickeren Kupferschichten, weil ein bisschen mehr Strom drüber fließt an ein paar Stellen. Naja, kostet dann statt 20 Euro auf einmal 160 Euro ungefähr. Ja, da ist zwar vermutlich immer noch absolut in Ordnung, aber man merkt das. Dann müssen ja irgendwie die ganzen Bauteile auf eine Platine drauf. Das funktioniert im Prinzip in 2 Schritten bei den ganzen SMD-Bauteilen relativ gut. Man verteilt einmal so eine sogenannte Lötpaste, das ist eine Mischung irgendwie aus dem Lötzinn und dem Flussmittel. Wenn man möchte, direkt mit einer Spritze auf die einzelnen Pads. Einfacher ist es, wenn man sich, wo man die Platine kauft, auch eine passende Schablone macht, und dann macht man genau einen Siebdruck. Man nimmt sich einen Spachtel, eine größere Menge von der Lötpaste und streicht das über die Schablone. Wenn man die Schablone gut zu der Platine ausgerichtet hat, hat man dann genau an den Stellen, wo es hin soll, eine schöne definierte Menge an Lötpaste und legt dann mit einer Pinzette die Bauteile drauf. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich ganz gut machbar. Ich habe, glaube ich, für meine letzte Platine mit den 160 Bauteilen etwa 2 Stunden benötigt, um die Teile drauf zu legen. Und dann muss man das Ganze ja noch löten. Und da gibt es jetzt Möglichkeiten. Also ich habe angefangen mit so einer Lötstation, die Lötkolben hat und Heißluft und eine Wärmeplatte, wo die Platine so insgesamt schon ein bisschen vorgewärmt wurde, damit man nicht alles mit der Heißluft machen musste. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Hat mir nur ein bisschen zu lange gedauert bei den ganzen Bauteilen. Also habe ich mir später so einen kleinen Sandwich-Ofen so umgebaut, dass der so ein passendes Temperaturprofil fährt fürs Löten. Funktioniert auch wunderbar.
So, eigentlich klingt das dann jetzt gut. Ich habe eine Platine jetzt erstellt, ich habe sie designt, ich habe sie machen lassen, bestückt. Also bin ich jetzt fertig? Wenn ich auf die Uhr gucke, der Talk ist erst halb rum, also ist die Antwort nein. Das Schöne ist, also bis jetzt war alles eigentlich Investition überschaubar. Ich habe auch ein bisschen Open Source Software. So eine Lupenbrille oder Mikroskop ist beim Bestücken ganz praktisch, um mal bei den wirklich kleinen Teilen die präzise hinzulegen. So eine Lötstation und Wärmeplatte kostet zusammen um die 100 Euro. Platine, Schablone, Lötpaste und Bauteile kommen natürlich drauf vom Projekt an, von einer Handvoll Euro bis, naja, gut nach oben natürlich offen, aber ich sag mal realistisch, kommt man natürlich bei so kleineren Sachen, mit denen man anfängt, schnell mit 20, 30 Euro aus. Das große Problem ist, Menschen machen Fehler. Und zwar an verschiedensten Stellen, sowohl beim eigentlichen Design als auch in der Fertigung. Ich fange mal mit der Fertigung an, weil diese Fehler sind einfacher, sowohl zu erkennen als auch zu beheben. Was kann man so Schönes machen? Ich kann Bauteile falsch platzieren. Also entweder wirklich an den falschen Ort, wenn man so 160 Bauteile hat, die alle fast gleich aussehen. Die sind SMD-Bauteile, sind alle kleine Rechtecke, mal schwarz, mal braun. Dann kommt man halt versehentlich auf die Idee, statt die auf dem Platz D2 vielleicht auf den R2 abzulegen. Wenn man das rechtzeitig bemerkt, alles gut. Wenn nicht, funktioniert es danach nicht unbedingt ganz so wie geplant. Was man auch machen kann, ist so ein Bauteil falsch ausrichten. Es gibt Bauteile, bei denen ist das komplett egal. So ein klassischer Widerstand, ob der Strom von links nach rechts oder von rechts nach links fließt, ist komplett egal. Auch bei sogenannten Keramikkondensatoren ist das Spielchen auch komplett egal. Aber es gibt andere Sachen, so Tantalkondensatoren, Elektrolytkondensatoren und natürlich auch alles, was irgendwie Logik hat. Da ist die Ausrichtung nicht mehr wirklich egal. Und wenn man das dann halt falsch drauflegt, gibt es die verschiedensten Effekte von es passiert einfach nichts, schon fast der schönste Fall, bis hin zu es fängt an zu stinken. Ja, dann kann man auch machen, man kann so ein Bauteil irgendwie zu sehr malträtieren. Kommt natürlich immer ein bisschen aufs Bauteil an, so ein Widerstand zum Beispiel ist wieder sehr unempfindlich, so ein Kondensator schon wieder ein bisschen empfindlicher und so ein paar andere Sachen, zum Beispiel so eine IMU, so die so feststellt, wie man sich dreht, wendet und im Raum orientiert ist, die sind schon wieder mechanisch ein bisschen empfindlicher. Der ein oder andere Stecker mag auch nicht, wenn er zu warm wird, musste ich auch feststellen. Ja, und man kann natürlich auch jede Menge Fehler beim eigentlichen Löten machen. Man kann irgendwie schaffen, dass irgendwo kein Kontakt ist, also zu wenig Lötpaste oder Lot. Oder man hat geschafft Kurzschlüsse. Die sind mindestens genauso schön, indem man einfach häufig zu viel Lötpaste oder Lot hat. Und da das Ganze so schön theoretisch ist, habe ich mal versucht, ein paar Bilder mitzubringen. Und dem Punkt habe ich leider nur ein schönes Bild vom Kurzschluss gefunden. Das kann man aber hier noch halbwegs erkennen. Eigentlich sollte das überall so aussehen wie auf der Seite. Das heißt, wir haben hier vier Kontakte, die jeweils so einen ganz kleinen Knubbel drauf haben. Naja, ich war etwas großzügig. Hier ist ein großer Knubbel und hier sind jeweils zwei große Knubbel, die jeweils zwei Leitungen kurz geschlossen haben. Und sowas natürlich macht es etwas schwierig, dann das Ganze zu funktionieren zu lassen. Dann kann man natürlich auch viel Unsinn machen beim eigentlichen Design. Man kann, wenn man diesen Umweg von diesem logischen Schaltplan zu dem eigentlichen Layout kommt, muss man ja sagen, wie sieht dieses Bauteil aus? Also wo hat es seine Anschlüsse? Und wenn man da versehentlich ein falsches Bauteil zuweist oder ein anderes, was man eingekauft hat, dann wird das beim Bestücken etwas schwierig. Man kann auch einfach vergessen, irgendeine Sache zu verbinden, die eigentlich verbunden werden sollte. Oder man hat einfach das Datenblatt nicht ganz ordentlich gelesen. Also, wie sieht das aus, wenn man das Ganze falsch macht? Hier sieht man das aus, wenn man den Footprint ma falsch macht. Der untere hat auf jeder Seite fünf Anschlüsse.
er sollte 4 auf jeder Seite haben. Ich habe mehrere Versuche gebraucht, bis ich festgestellt habe, warum ich das Ding nicht vernünftig hingelötet bekomme und es immer irgendwelche Kurzschlüsse gab und trotzdem nie funktionierte. Weil 5 auf 4, das passt einfach nicht so gut. Ich hatte zumindest ein bisschen Glück zum Testen, weil das war glücklicherweise nur ein Chip, der so 2 Spannungspegel transferiert hat. Auf dem Board gab es einen Bus, der auf einer Seite mit 5 Volt läuft und auf der anderen Seite mit 3,3 Volt. Und glücklicherweise konnte die 5 Volt Seite auch mit dem 3,3 Volt Signal umgehen, auch wenn es außerhalb der Spezifikation war. So sah dann der Patch aus. Gut. Das war auch dann Variante 1 von dem Board. Wenn ich das nun mal jetzt das Board neu machen will, kommt man auf die gute Idee, nochmal einen Ethernet zu ergänzen, weil Ethernet ist ein bisschen schöner als WLAN. Machen wir nochmal ein Ethernet-Kabel drauf. Leider habe ich eine Verbindung zu dem Ethernet-Controller vergessen. Das ist dann so die Patch-Version 0.1, weil das ist irgendwie nicht so production-ready, dieses Spaghetti-Monster. Ich meine, ich habe festgestellt, wenn dann dieses eine fehlende Kontakt vorhanden ist, funktioniert das Ganze. So sah der Patch aus. Also das war der 150-Euro-Patch wir machen das Ganze nochmal. Gut. Da ich dann gedacht habe, ich habe alles durchgetestet, stellte ich dann fest, warum funktioniert die RS-232-Schnittstelle, also der große DB9-Stecker an der Seite, nicht immer. Nun ja, der Chip, der das ansteuert, den kann man hier erahnen, der hat leider eine Funktion, die vielleicht bei sehr energiesparenden Platinen hilfreich ist. Er kann den Ausgangssignal, was ja hochtransformiert werden muss, deaktivieren, wenn kein Eingangssignal anliegt, also die Schnittstelle vermutlich nicht genutzt wird. Spart ein bisschen Strom, hat aber natürlich diesen blöden Seiteneffekt, wenn man jetzt 2 von den Platinen miteinander verbindet, die beide darauf warten, dass der andere anfängt zu senden, bevor er dann selber sendet. Dass dieser Konflikt nicht so schnell gelöst wird. Der Patch war mal wieder... in meinem Fall war das einfach, wie ich deaktiviere diese Energiesparfunktion, indem ich einen Pin statt auf Masse auf 3,3 Volt ziehe. Das war halt eben, ich habe im Datenblatt nicht gut genau genug gelesen, was diese Energiesparfunktion wirklich ganz genau macht. War irgendwo so im letzten Absatz klein versteckt. Irgendwo in der Beispielschaltung war halt eben der Energiesparpin auf, es war auf Masse gezogen, wo sie aktiv war. Und dann dachte ich mir, gut, in der Beispielschaltung ist das, Energiesparfunktion klingt jetzt nicht so schlimm, nehmen wir ruhig mit, Energiesparen ist immer toll. Ja, so, jetzt haben wir aber das Ganze ein bisschen abgekürzt. Wir haben ja die Fehlersuche übersprungen. Ich habe ja immer jetzt gesagt, wo der Fehler war. Und was halt richtig schön ist, oder halt auch nicht, ich habe jetzt 2 Möglichkeiten für Fehler. Wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich erwarte, kann die Software schuld sein oder die Hardware. Es gibt natürlich Situationen, da ist es relativ klar, was schuld ist. Keine LED leuchtet, es stinkt irgendwo. Gut, es wird an der Hardware liegen. Aber wenn ich irgendeinen Ausgang nicht angesteuert bekomme, also da sollte jetzt irgendwie Spannung oder keine Spannung liegen und es passiert einfach nichts, kann das jetzt sein, dass ich in der Software irgendwie die falschen Ausgang versuche anzusteuern, dass ich diesen Ausgang falsch initialisiert habe. Ich habe zum Beispiel meistens so einen ESP32 Microcontroller genutzt und je nachdem, welchen Ausgang man nutzt,
muss man mal mehr und mal weniger Aufwand treiben, um den Ausgang wirklich als Ausgang zu nutzen. Die meisten Beispiele, die man findet, funktionieren für, ich glaube, ungefähr 18 der nutzbaren, was sind das, 22, 24 Ports, wunderbar. Aber halt für ein paar Ports sind etwas anders als die anderen. Und gemeinerweise funktionieren sie aber als Eingang problemlos. Das heißt, nur ein Testsignal draufgeben und einfach mal zu gucken, kann ich denn auf diesem Port Daten empfangen? Ja, die Lötverbindung scheint also in Ordnung zu sein. Warum funktioniert es andersrum nicht? Verwendet man schon ein bisschen Zeit, mal rauszufinden, liegt es jetzt wirklich an der Hardware? Habe ich da irgendwo anders noch einen Fehler drin? Oder an der Software? Oder irgendwo dazwischen? Und selbst wenn ich jetzt rausgefunden habe, dass die Hardware schuld ist, ist immer noch die Frage, wo? Was ist denn jetzt da schuld? Ist da jetzt irgendwo ein Kontakt kaputt? Habe ich irgendwo einen Kurzschluss drin? Habe ich irgendwas anderes? Und da braucht man echt, also oder ich brauchte zumindest am Anfang einiges an Übungen, zumindest schon mal so eine Idee zu kriegen, wie fange ich an zu suchen. Und natürlich auch die Frage, die Ursache. Ne, wenn ich jetzt weiß, wo das ist, war es denn jetzt? Kurzschluss, kalte Lötstelle, was auch immer. Und um die Sachen zu finden, kommen wir nämlich jetzt zu dem Teil, der leider das ganze Projekt auch ein bisschen teurer gemacht hat. Also neben, dass man dauernd mal neue Platinen bestellen möchte, wenn man zu blond war, die Sachen richtig zu lesen, stellt man fest, was ich so an Werkzeug habe oder was man vielleicht auch grundsätzlich braucht. Was man natürlich irgendwie braucht, ist Netzteil. Und ich würde auch jedem empfehlen, mindestens ein sogenanntes Labornetzteil zu haben, wo man auch nicht nur die Spannung regeln kann, sondern auch den Strom. Weil wenn man so das erste Mal anstellt, kann man erstmal so ein bisschen sagen, der darf nicht zu viel Strom aufnehmen. Wenn irgendwo ein Kurzschluss ist, hat man dann eine Chance, den zu entdecken, bevor es irgendwo wirklich schwarz auf der Platine geworden ist. Im Zweifel ist man vorsichtig, mal die Hand drauflegt und guckt, ob es irgendwo viel wärmer wird, als es sein sollte. Ich habe mir sogar ein zweites Netzteil, weil ich hatte eben erwähnt, das Projekt, was ich da umgesetzt habe, hatte leider ein bisschen Leistungselektronik drauf und dann waren auf einmal die maximal 2x3,2 Ampere, die das in mein Netzteil leisten konnte, nicht mehr genug. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man ein zweites Labornetzteil braucht oder nicht und ob man diese von Sigland braucht, die ich hier gekauft habe. Die haben natürlich schon ein paar nette Spielsachen, die kann man auch über Ethernet ansteuern. Wollte ich immer schon mal machen. Ich gebe zu, bin ich noch nicht zugekommen. Das steht auf meiner To-Do-Liste. Ich bin mal gespannt, wie lange das auf meiner To-Do-Liste steht. Dann mindestens genauso wichtig wie ein gutes Netzteil ist ein Multimeter. Es muss nicht in meinen Augen sag mal, zum Draufstellen sein wie das Sigland SDM, was natürlich recht präzise ist, vom Werk vorkalibriert, hast nicht gesehen, auch über Ethernet ansteuerbar ist und so. Macht natürlich Spaß damit zu arbeiten, aber wenn ich ganz ehrlich bin, welche Funktion ich zu 99,x% nutze, ist einmal Spannung messen und oder Durchgangsprüfen. Also wenn ich einen Kurzschluss habe, den Kurzschluss irgendwie jagen oder mal gucken, ob die Spannung in der Größenordnung kommt. Und da reicht dann auch, wenn es natürlich nicht ganz so schön ist, so ein ganz einfaches Unité-Messgerät oder ähnliches, was man halt für 20 bis 50 Euro kriegt, aus. Was überraschend hilfreich war, ist ein Oszilloskop. Ich habe von Weigel das MSO 1104Z. Das hat 4 Analogkanäle. 2 von denen kann man auch als dann für jeweils 8 Digitalkanäle ummappen. Dachte ich, das ist bestimmt ein tolles Feature. Noch nie genutzt. Da würde ich aber auch sagen, was Sinn macht, ist schon 4 Analogkanäle zu haben, weil man hat schon mal, zumindest habe ich festgestellt, sehr schnell, dass man irgendwie 2 Kanäle verbrät, in Anführungszeichen, um irgendeinen Bus zu beobachten, einen Kanal noch, um irgendwie vielleicht die Spannung oder ähnliches zu beobachten. Aber ansonsten braucht man nicht so viel Bandbreite, habe ich theoretisch bis zu 100 Megahertz. Ich glaube, die Signale, die ich gemessen habe, waren alle im Bereich von ein paar Kilohertz.
Also Bandbreite, glaube ich, überschätzt man gerne. Was man leider auch unterschätzt, ist, wie praktisch so manchmal so diese Decoder-Funktionen sind im Oszilloskop. Das kann zum Beispiel wunderbar RS-232 und I²C dekodieren. Das heißt, wenn man irgendwo dieses Protokoll auf der Platine einsetzt und das Signal misst, kann er auch einen anzeigen, welche Daten er sieht oder mal übertragen werden. Schon mal praktisch zum Beispiel auch herauszufinden, ist das Problem irgendwie in Software und Hardware? Also wird das richtige Signal überhaupt in die Hardware geschickt? Und wenn man nicht unsicher ist, warum das am Ende rauskommt. Aber was zum Beispiel dieses mein Oszilloskop nicht kann, ist CAN-Bus dekodieren. Und auch wenn ich ursprünglich mal dachte, nee, CAN-Bus brauchst du ja nie, dann habe ich noch einen Signalgenerator, der kann einfach so ein Testsignal machen, so ein Rechteck, Sinus, wie auch immer. War für mich jetzt an ein, zwei Stellen mal praktisch, wo ich gucken wollte, ob zum Beispiel der Chip, das CAN-Signal transferiert, der Chip selber funktioniert oder ich die Software verbockt habe. Dann konnte ich nämlich einfach ein Signal einfach mal auf der einen Seite vom Chip legen und im Oszilloskop auf der anderen Seite gucken, ob er sozusagen die richtigen Spannungspegel macht. Aber in meinen Augen einer der Bauteile oder Sachen, die man auch am ehesten ignorieren kann oder später. Und was ich regelmäßig genutzt habe, sind Lastwiderstände, um einfach mal zu schauen, die Ausgänge, funktionieren die denn wirklich? Und da kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, der halt eben die ganzen Sachen leider ein bisschen teuer gemacht hat. Die ganzen Sachen, Messtechnik kostet leider jeweils, ja, irgendwo ein kleiner bis mittlerer dreistelliger Eurobetrag. Und das hat die ganzen Sachen ein bisschen teuer gemacht. Dann braucht es natürlich ein bisschen Infrastruktur. Und die ist eigentlich ganz einfach. Wir brauchen natürlich ein bisschen Platz, gerade wenn man dann beim Löten oder so und die ganzen Bauteile irgendwie um sich rum hat, die man aufsetzt, braucht man einfach mal einen großen Tisch. Das dürfte noch das Einfachste sein. Dann habe ich ja auch am Anfang unterschätzt, bei so kleinen Fisselbauteilen, bitte mehr Licht, noch mehr Licht und wenn es geht, noch ein bisschen mehr Licht. Dann üblichen Sachen, so ein bisschen klein, normal, Tüdelkram, Feinmechanik, Werkzeug, Kabel, Heißkleber. Manchmal ist es auch praktisch ein Sortiment an Bauteilen von diesen Standardsachen. Ups, ich habe da gerade einen Widerstand irgendwo auf dem Teppich geschmissen. Ist manchmal vielleicht praktisch, wenn man noch so von diesen Standardsachen zumindest irgendwo was hat. Oder ich habe da gerade so einen Kondensator geschwärzt, weil ich einen Falschrum eingebaut habe. Oder um mal einfach auszuprobieren, zum Beispiel, welche Sachen gut funktionieren. Bei so einem Spannungsteiler kann man auch leicht schätzen, aber so, wenn man so ein Signal vielleicht gegen ein bisschen Rauschen schützen möchte oder so. Und da man überraschend schnell überraschend viel Kleinkram sammelt, kann ich eigentlich nur allen empfehlen, irgendwie sowas wie Sortimentskästen zu besorgen und von vorne an anfangen, eine Lagerverwaltung oder ähnliches zu nutzen, um die Sachen wiederzufinden. Ich habe jetzt noch nicht viele Projekte gemacht, aber ich habe ganz ehrlich schon langsam den Überblick verloren, was ich wo rumfliegen habe, wenn ich es nicht ausgelagert hätte. Ja, und dann würde ich. Genau, also was man auch, die Frage war halt, oder kommt Anmerkung, man braucht natürlich auch Platz, um das Ganze irgendwo hinzustellen. Ja, das kann man natürlich, wenn es klappt, passt, irgendwo hinstapeln. Und ich glaube, ich habe zwar eigentlich schon 2 Minuten überzogen, aber ich denke mal, da es ja hier keinen Engel gibt, der gerade drängelt, wenn jemand Fragen hat oder weitere Anmerkungen. Wie viele Stecker hast du schon irgendwie so platziert oder Buchsen so platziert, dass sie sich dann in der realen Einbausituation nicht nutzen ließen? Stecker und Buchsen war bei mir glücklicherweise. USB-Karte-Halter mit eingeschlossen und so. Da ich glücklicherweise Glück hatte, dass bei mir das Gehäuse noch nicht fest designt war, hatte ich bei den Steckern und Buchsen bislang Glück gehabt. Ich hatte nur einmal eine Platine, wo so ein GPS, wie gesagt, ich habe jetzt ein größtes Projekt in mehreren Iterationsschritten. Aber da gibt es eine Aufsteckplatine für einen GPS-Empfänger. Weil die Chips kriegt man nicht in kleinen Mengen und hat irgendwie Analog-Voodoo-Sachen irgendwie für die Antenneneingänge.
Da habe ich sowohl geschafft, einmal die Header nicht ganz richtig zu platzieren, weil das war halt eben nicht die klassischen 2,54 mm Abstand, sondern an einer Stelle war der Abstand, glaube ich, 2,8 mm. Und einmal habe ich es geschafft, die Bohrung für die Befestigungsschraube, ich glaube, so einen Zentimeter in die falsche Richtung zu verschieben. Das ist halt auch so, mechanisch kann man halt auch viel Unsinn machen. Das ist eigentlich eine der Sachen, die man im Vorfeld relativ gut testen könnte. Betonung auf könnte. Frage vielleicht bei den Spannungsreglern. Man hat ja häufig die Situation, dass man jede Menge Bauteile hat, die alle 3,3 Volt haben und vielleicht noch ein paar andere Spannungen, die auch alle gleich sind. Wie mutig bist du dabei, die Spannung dann mit eigenen LDOs herzustellen oder quasi ein eigenes Rail zu machen? Oder sagst du, du bleibst ganz genau bei der Design Application Note und baust dann notfalls halt 5 3,3 LDOs auf die Platine? Also ich hatte jetzt da die Variante gemacht, ich bin mutig, ich mache einmal sozusagen groß zentral die verschiedenen Spannungen oder mehr oder weniger zentral und verteile die und schmeiße halt relativ viele Kondensatoren einfach drauf in der Hoffnung, dass das ausreichend die Störung rausfiltert. Bislang bin ich damit gut gefahren, aber das ist natürlich so ein bisschen ja, Mut zur Lücke. Wir hatten damals in der Schule auch Platinen geätzt und da haben auch bei normalen Größen, die man mit Hand anpacken kann, schon Leute die Platinenleiterbahnen weggeätzt. Also das in SMD-Bauteilgröße wäre, glaube ich, auch nicht wirklich leichter gewesen. Und ein Problem ist immer, mit den Messgeräten noch an die Stellen zu kommen, so Testpunkte einzuführen. Hast du das gemacht oder Testpunkte? Genau, die Beinchen passen nicht immer fürs Messgerät und dass man da auch drankommt zum Messen. Ja, das muss ich sagen. Ich hatte glücklicherweise für ein paar Sachen wie den I²C-Bus, weil ich externe Pin-Header vorgesehen habe, sozusagen passende Messpunkte zufällig eingeplant. An ein paar anderen hatte ich den Vorteil, dass ich halt, muss man ganz ehrlich sagen, Glück hatte, dass halt entweder die Bauteile, die wirklich Ärger gemacht hatten, zufällig relativ gut von extern kontaktierbar waren. Betonung manchmal auf relativ. Und weil ich beim Microcontroller in ESP so ein Railroad-Modul genommen habe, das halt eben die Antenne mit drauf hat, halt auch die Kontakte außen recht gut abgreifbar waren, konnte ich halt eben relativ viele Kontakte gut abgreifen. Oder mehr oder weniger gut. Aber ja, wenn man das nicht dran denkt, kann man natürlich auch viel Spaß haben mit vorsichtigen Lötstopplack vielleicht ein bisschen wegrubbeln und dranlegen. Und wenn man festgestellt hat, naja, das war umsonst, hat man danach eine leicht verunstaltete Platine. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es auf deine Schaltung zutrifft, aber wie hältst du es da mit Analog- und Digital-Ground? Ja, ich habe es nicht wirklich konsequent durchgezogen. Ich habe es ein bisschen versucht, ich nenne es mal den schlimmsten Ground, wo auch die ein bisschen Leistungselektronik sind, also so Haarbrücken, die wirklich dann irgendwie auf der 12, für 12 Volt, ich glaube, bis zu 10 Ampere schalten und so, einmal ein bisschen vom Rest zu separieren. Aber ansonsten hatte ich kurz überlegt, da wirklich sauberen Stern, aber es hat einfach nicht vom Platinenlayout wirklich vernünftig gepasst. Und so habe ich dann halt eine der mittleren Layer einfach mit Ground geflutet, mit dem Prinzip Hoffnung. Designst du deine Footprints selber oder benutzt du Libraries? Und wenn ja, hast du Möglichkeiten, die Vorproduktion zu testen? Die Antwort ist ja, nein. Also ich nutze natürlich, wo es möglich ist, faulerweise direkt die Library von KiCad. Dann habe ich hier und da gibt es entweder vom Hersteller oder auch von ein paar großen Distributoren runterladbare Footprints. Und ein paar muss ich am Ende selber machen, wo ich nichts gefunden habe. Aber das mit dem Testen, nein, da gab es nichts. Und da bin ich auch, ich bin gerade unsicher, auf welche Quelle das war. Ich glaube, das war nicht der Hersteller, sondern über den Distributor.
Ein schöner Footprint, passt wunderbar. Ich habe mich nur immer gewundert, warum ich regelmäßig so viele Kurzschlüsse habe auf den Pads. Irgendwann habe ich mir den Footprint mal angeguckt und das Datenblatt daneben gehalten und festgestellt, dass die Pads, ich glaube, fast doppelt so lang waren wie im Datenblatt vorgesehen, dementsprechend auch doppelt so viel Lötpaste aufgetragen wurde. In der letzten Version jetzt korrigiert und es läuft überraschend gut. Also, und das ist natürlich jetzt so ein Punkt, wo ich auch mein Lehrgeld bezahlt habe. Mittlerweile würde ich nämlich sagen, ja, im Regelfall ist vermutlich der einfachste Test, wenn die Bauteile nicht zu teuer sind, eine ganz billige Platine fertigen zu lassen und dann einfach mal testweise drauflöten. Dann sieht man das schon. Ja, dann bedanke ich mich auch noch für die Aufmerksamkeit und auch die vielen Fragen und wünsche noch einen angenehmen Abend.